Was geht, Lude Crew? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Raid Shadow Legends mit meiner Wenigkeit, einem Gunelium. Was machen wir heute? Wie ihr schon sehen könnt, wir haben dieses Event für antike Splitter. Pullen Legi aus dem Antiken, kriegst einen on top. Das sind die Events, auf die ich Fokus lege. Kriegst garantiert für so und so viel Splittern Legi, egal aus welcher Farbe. Also Schadfarbe. Und natürlich diese Events sind dieselben, auf die ich wirklich Wert lege. Bei mir kommt es gerade auf Masse an. Klar, ich brauche noch den einen oder anderen Champion speziell, aber wir haben in den letzten paar Zehnfach-Events gesehen, dass es halt nicht immer so klappt, wie wir wollen. Genau aus diesem Grund habe ich gesagt, gut, diese Events hier sind auch super wichtig für mich und da kriege ich halt noch ein paar Dupes, damit ich den Fraktionswächterfolg machen kann, damit ich den einen oder anderen Champion auf Plus machen kann. Und ja, ich pull meine Shards, deswegen wird es ein kurzes, knappes Video. Mal gucken, wie viele wir brauchen. Wir haben genug Antike und wir haben genug Gems, um noch zu kaufen. Und dann würde ich sagen, schauen wir direkt in den Account. So, im Account sind wir. Ich brauche tatsächlich bei den Fraktionswächtern, wäre es geil, wenn ich Ritterwiedergänger habe, einen Dupe bekomme. Dann habe ich den Ring hier nämlich voll. Da gibt es ein paar Dupes, die ich noch pullen kann. Was mir am wichtigsten wäre, wäre tatsächlich Dämonenbrut einen Dupe zu ziehen. Und da kann ich nämlich zwischen Cecia, ich glaube, ich kann noch einen Drax ziehen, den ich noch, ich habe einen dritten rumliegen. Cecia, davon Dupe, könnte ich in Fraktionswächter packen. Mortu Macabre, eine Lily oder eine Lix wäre natürlich geil. Kendrophon würde auch gehen, davon habe ich aktuell auch drei Stück. Ich würde aber gerne kein Candle von Dupe ziehen, weil dann kann ich den einen nämlich als plus 1 verfüttern. Und bei Lilly wäre es genauso schade, da habe ich schon zwei, ein dritte wäre jetzt nicht so geil, weil dann brauche ich wieder einen Dupe davon, um sie in Wächter zu packen. Genauso sieht es bei Kaima aus. Ansonsten wie immer, was brauche ich? Ich will unbedingt einen Ghostborn haben, immer noch. Und sonst von den ganzen anderen Champions, die wären eher Gimmicks. Da würde es eher darum gehen, okay, die sind nice to have. Keine Ahnung, ein Septi noch zu haben, Ricked Off. Hier vielleicht eine Shirimani, dann habe ich die Hochelfen fast voll, abgesehen von Voids. Hier muss ich ehrlich sagen, habe ich gar nicht so Bock, irgendeinen davon zu ziehen. Die reizen gar nicht so sehr. Auch hier Opadin habe ich im Portal rumliegen. Altan hilft mir nicht mehr wirklich weiter. Kriegsmutter, nee, eher weniger. Auch hier Basata, krieg mal aus dem Tower. Fushan, okay. Fushan wäre tatsächlich cool, aber den kann ich mir halt auch im Shop holen. Hier genauso die ganzen, Cleo liegt noch im Portal, Langbart, Hakorn, eher weniger. So, geh mal ganz kurz durch alle durch, auch hier Robart, Danak und Teela, genauso wie Nocta. Nice to have, aber nicht wirklich notwendig. Dämon, keine Frage. Hier brauche ich nichts, außer eine Vizier vielleicht. Und irgendeinen Dupe, damit ich den Wächter voll machen kann. Das wäre natürlich ultra nice. Untote wäre auch noch geil, um mein Spinnenteam ein bisschen schneller und besser zu machen. Gruftlord, Gral. Die anderen sind auch eher nice to have. Wir sprechen jetzt extra nicht von Voids, weil wir keine Voids wollen. Und hier eine Savia wäre tatsächlich richtig cool. Damit könnte ich noch was bauen. Damit könnte ich Speedteams bauen für die 25er Dungeons. Ghostborn, klar, keine Frage. Immer noch mein Number One Champion. Chaos liegt im Portal. Kalva wäre natürlich auch noch on top. Also Ghostborn, dann kommt Kalva. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob es vielleicht eine Savia ist oder ob es nicht vielleicht sogar ein Samar ist, damit ich Bommel Solo Team bauen kann. Wäre natürlich auch geil. Hier wäre es auch ganz cool, ein Genzin zu ziehen oder eine Kaioko, aber es ist auch eher so nice to have. So wirklich, was ich unbedingt haben will, ist ein Ghostborn. Was ich unbedingt haben will, ist ein Kalvalax und eine Savia. Und ja, ansonsten eher alles Gimmick Champions. Würden meinen Account nur minimal verbessern und deswegen ja. Ich würde sagen, ich schnack nicht weiter. Ich pull einfach 10er. 10er, ja, ich glaube, ich pull einfach 10er. Und dann gucken wir mal. Gucken wir mal, wie viele wir brauchen. Und dann würde ich sagen, let's go. Oh, Plarium, komm schon. Ich hoffe, ich muss nicht allzu viele Shards verbraten. Das wäre nämlich richtig, richtig madig, wenn ich richtig viele Shards verhauen muss. Was wir natürlich auch noch ganz kurz machen, wäre natürlich, wir sind schon im richtigen Channel. Für den Fall, dass Clanmates drinnen sind und natürlich gerade gucken. Es wäre wirklich geil, wenn ich nicht so viele Splitter verballern muss. Ein paar aus meinem Clan haben jetzt auch gepullt, habe ich schon gesehen. Die haben einen 10er gepullt, direkt zwei Leggies gehittet. Wir sind jetzt schon bei 20 und haben noch nichts bekommen. Bei Pity ist recht frisch, aber wir haben ja eine gute Anzahl an Shards. Ne? Und ich hoffe, dass wir mal nicht
unbedingt ins Pity müssen. Na? Pity wäre auf jeden Fall noch mit Gems, Shards kaufen. Definitiv. Ich gehe jetzt auch nicht über irgendwelche krassen Epics, wie es gerade in Stag Night war oder hier in Mordecai drüber und zeig den und erzähle euch, dass Mordecai Burn hat, ja, und das voll cool ist oder dass Hex ja halt Todesmüll ist. Wir öffnen einfach die Splitter. Wir hoffen natürlich, dass es abgeht. 50 haben wir schon aufgemacht. Bis jetzt nichts passiert. Also irgendwie alles immer noch beim Alten, wie wir es einfach kennen auf meinem Account. Die Epics sind okay, wir ziehen in fast jedem 10er einen Epic, das ist ganz nice, aber das ist alles gut, alles wirklich gut, 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 gut. NX, okay, aber ich will Leggy sehen. Komm schon, Plarium, lass mich nicht alles verfüttern, bitte, beziehungsweise lass mich nicht alles pullen, bitte, bitte, bitte. Skycrusher, okay, crazy, ai. Ich glaube, wir müssen alles aufmachen. Bin fast sicher, dass nächste Woche zum CWC ein krasses Event kommen wird mit Antiken, weil sie gerade alle von uns verlangen. Ja, wir werden es sehen. Also dadurch, dass ich jetzt so viel Shards öffne, muss Plarry mir schon was Krasses geben. Also wow, keine Rare Tags. Ich will wenigstens einen neuen Leggy, am besten einen, den ich habe und den ich brauche, der auf meiner Liste ganz weit oben steht, und ein Dämonen-Dude. Also zweimal Rare Tags jetzt schon. Ich habe jetzt noch, haben wir jetzt noch 30 Platz. Danach sind, glaube ich, auch die Shards leer. Dann muss ich Platz machen und Shards auftanken. Aber wir können auch Glück haben und Playroom können jetzt mal gönnen. Oh mein Gott. Wie immer halt, wie immer, ihr kennt es vom Luden. Wir gehen bis ins Pity, bis zum letzten Shard. Und dann pullen wir erst eine Leggy. Wieso nicht? Ich habe es nicht anders erwartet. Also ja, wie gesagt, die Epic-Quote ist krass, aber ich nehme halt auch ein bisschen weniger Epics und dafür halt einfach viel, viel früher eine Leggy. Reicht mir auch, aber scheinbar, nee, wirklich, schau mal, die Epic-Quote. Es ist kein Event, gar nichts, und wir ziehen in jedem 10er ein, zwei Epics, ja. Jo, ich fülle auf, ich mache Platz, bis gleich. So, hier sind wir wieder. Ich habe nochmal 22 Stück geholt. Wir machen erstmal die auf, gucken, ob da was drinnen ist. Ansonsten fülle ich nochmal kurz auf. Und wenn es dann immer noch nicht klappt, dann muss ich auch nochmal Platz machen. Yes, yes, yes! Ah, shit. Das ist die dritte oder vierte Königin Eva. Nicht so wirklich geil, aber... Ich baller sie in Tokens und es war genau der eine Dupe Leggy von den Dämonen, den ich nicht unbedingt wollte, weil ich den Fraktionswächter zwar voll machen kann, aber ich brauche jetzt irgendwann einen anderen Dupe dafür. Das ist jetzt natürlich ultra nice. Wir haben jetzt beim Keimer, bei meiner Lilly, bei meinem Candy überall plus Geschwindigkeit, das ist ultra krass, das hilft mir mega weiter. Aber ich wollte einen anderen Dämon. Wenn es nice ist, wenn ich jetzt einen anderen Dämon irgendwann ziehe, vielleicht einen Drax oder so, dann kann ich meinen Candy gleich plus 2 machen. Vielleicht ziehe ich bis dahin noch ein, zwei Stück, ne? Weil in letzter Zeit regnet es bei mir Candys rein wie irre. Und deswegen, ja, war jetzt nicht eher die Leggies. Also ich habe jetzt zwei Dupes bekommen und das waren jetzt echt nicht die Leggies, die ich unbedingt haben will. Das ist die dritte Königin Eva. Ich bin am überlegen, ob ich sie in Tokens verwandle oder ob ich einfach warte, bis ich eine vierte ziehe und dann den Wächter voll mache. Aktuell kann ich mir davon eh nichts kaufen. Ich werde jetzt den Drax auf jeden Fall verfüttern, dann bin ich bei 3.000 Punkten. Der nächste wäre, glaube ich, Sir Nick, den ich mir hole, aber ja. Ja, wie sieht's bei euch aus? Habt ihr gepullt? Kam was Krasses? Habt da neue Temps bekommen? Habt ihr so wie ich zwei Dupes bekommen, die ihr auf gar keinen Fall eigentlich wolltet? schreibt es mir mal in die Kommentare. Wäre übelst nice zu wissen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video, im nächsten Stream. Ich bin euer Alien Peace.